Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, die gute Vermittlungsnachricht vorweg. Die vor einer Woche vorgestellte Parson Russell Mischlingshündin Maya hat Interessenten gefunden. Nun muss allerdings noch getestet werden, ob sie mit den vorhandenen zwei Hunden zurechtkommt oder die zwei mit Maya. Da hoffen die Mitarbeiter der Achinoa das Beste. Heute stellen wir gleich drei verlassene Kätzchen vor. Ihre Besitzerin ist weggezogen und ließ ihre Katzen verantwortungslos einfach zurück. Nachbarn kannten die Namen der Miezen und kümmerten sich um sie, bis sie vom Veterinäramt abgeholt und zur Achinoa gebracht wurden. Alle hatten Milben in den Ohren und mussten behandelt werden. Außerdem wurden alle drei im Tierheim kastriert, damit sie sich nicht mehr unkontrolliert vermehren können. Nun sollen die Leidensgenossen neue Menschen finden, die ihnen ein neues Revier und Zuwendung schenken wollen. Sie können noch einzeln vermittelt werden, da sie nicht so sehr aneinander gebunden sind. Das weiß getigerte Katzenmädchen ist Kitty und wird genau wie Lotte, die getigerte Katze mit weißen Pfötchen und Latz, auf 2 Jahre geschätzt. Dunkel getigert ist Kater Felix, der schätzungsweise 5 bis 6 Jahre ist. Also alle sind im besten Katzenalter und können sich noch gut in neue Umgebungen und mit neuen Menschen anfreunden. Kitty ist die schüchternste und soll ein eher ruhiges Zuhause bekommen, also keine Familie mit Kindern oder anderen Tieren. Lotte könnte auch gerne in eine Familie. Sie ist der menschenbezogen. Kater Felix fremdelt nur am Anfang, dann genießt er jede Zuwendung. Alle drei sollen Freigang genießen können, weil sie es gewöhnt sind. Es wäre sehr schön, wenn sie bald wieder durch neue Reviere streifen könnten.